Peace, meine lieben Retro-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Supernova, also Mission Supernova Teil 1. Und wir sind hier stehen geblieben bei dem Ausbruch quasi aus dem Gefängnis. Wir hatten ja hier den Roboter gekillt, hatten da draus den Metallblock genommen. Und jetzt mussten wir halt schauen, was wir oder wie wir hier wieder rauskommen. In der letzten Folge hatten wir das, glaube ich, auch. Hier hockt ein Typ, wenn wir mit dem reden, knallt er uns ab. Und ich glaube, hier oben waren wir ja auch schon. Ich denke mal, dieser Fahrstuhl, der bringt uns irgendwie in die Freiheit. Und wir müssen jetzt irgendwie diesen Typen hier überzeugen, wie wir halt durchkommen. Da wir aber kein Geld haben oder irgendwie kein Geschenk oder sowas, können wir dem natürlich nichts geben. Wenn wir jetzt hier mit dem diskutieren, knallt er uns ja auch wieder ab. Deshalb gehen wir hier wieder weg. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir hier hinten schon waren. Ich glaube aber ja. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Hier ist noch eine Tür. Das Problem ist da natürlich, der wird uns sehen, wenn wir an die Tür wollen. Hier an die Tür kommen wir. Kommen wir da auch oder? Ne, da sieht er uns nicht, aber sobald wir da hin wollen, sieht er uns und dann wird er auch uns auch abknallen. Ist nichts Besonderes dran. Seltsam. Ja, die ganzen Bilder sind etwas komisch. Jetzt ist halt die Frage, entweder müssen wir den Typ hier weglocken, um da, wahrscheinlich die Tür ist auch geschlossen, weil überall, wo diese, ich sag mal, grünen Dinger sind, sieht so aus, als wäre da immer die Tür dann zu. Hier ist die Tür ja auch nur offen geblieben wegen dem Roboter. Hier haben wir halt noch diesen Tisch. Ja, das Bild. Also wir kommen hier irgendwie nicht großartig weiter. Hier die ganzen Türen, die können wir alle nicht öffnen. Hier kommen wir wieder zum Fahrstuhl. Das bedeutet, entweder müssen wir hier den Boy weglocken oder hier hinten den. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher, was wir da machen müssen. Ich muss jetzt selber mal nochmal probieren und gucken. Sobald wir mit dem reden, wenn wir hier an die Tür gehen, gibt es sich. Diese Pflanze sieht irgendwie, keine Ahnung, sehr komisch aus. Ja, das Problem ist, wie kriegen wir das jetzt weg? Das Einzige, was ich jetzt noch weiß, ist, wir können diesen Metallblock in die Lampe werfen. Dann ist die Lampe aus, aber das bringt uns noch nichts, weil dann kommen wir da hinten noch nicht durch die Tür. Wir brauchen irgendwo, glaube ich, noch eine Keycard. Ich weiß nicht, ob wir die von dem klauen können. Ich glaube nämlich nicht. Der wird uns dann natürlich auch, wenn es dunkel ist, wenn wir den anfassen, wird er uns wahrscheinlich trotzdem abknallen. Ja, jetzt ist die Frage, was können wir tun? Können wir den hier irgendwie weglocken mit einem Geräusch oder sowas? Können wir hier irgendwas umwerfen oder... Jetzt wartet mal. Irgendwas war noch mit diesem Tisch. Können wir hier noch irgendwas benutzen? Leitung, nichts Besonderes dran. Das ist eine Uhr mit extra lautem Wecker. Sie hat einen Knopf zum Verstellen der Alarmzeit. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal die Armbanduhr. Oh, das geht sogar. Wir legen die da drauf. Und jetzt drücken wir und geben hier mal 749 ein. Das gucken wir gerade mal. Perfekt. Und wir stellen uns einfach mal hier hin und gucken mal, ob derjenige das jetzt hört. Ob gleich der Alarm losgeht von der Uhr. Und dann gucken wir uns doch mal an, ob wir den da weggelockt bekommen somit. Wir gucken es uns einfach mal an. Jetzt warten wir einfach mal noch die 30 Sekunden oder wie viel das waren. Ich glaube, das war recht laut, wenn ich mich erinnere. War das überhaupt das? Wir sehen es ja gleich. Wie gesagt, also ab hier weiß ich selber nicht mehr so ganz genau, wie das Spiel... Oh, habe ich mich erschreckt. Ach du Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Ich werde mal nachsehen. So, das bedeutet wahrscheinlich Checkpot und da liegt was. Eine Karte. Jetzt können wir bestimmt die Tür öffnen. Oh, jawohl. Oh, hier ist eine Tür offen. Hier sind wir in einem Raum anscheinend von jemandem. Steht da was? Auf dem Schild an der Tür steht Professor Dr. Ungnul Chabt. Keine Ahnung. Hier irgendwas. Dr. Alabi Hansi. Diese Tür würde ich lieber nicht öffnen. Nach dem Schild zu urteilen, ist da jemand im Raum. Ja, das ist natürlich irgendwie logisch. Auf einem Schild an der Tür steht Savalun Alga Hurzli. So.
Ich würde aber sagen, wir speichern hier gerade an der Stelle mal nochmal. Und wir machen mal einen neuen. Und jetzt schreibe ich auch das mal richtig. So, mit 2S, Axakusana, ich nenne es einfach mal 2, speichern. Weil wie gesagt, hier geht man jetzt doch schneller mal drauf. Wie zum Beispiel so. Das war aber irgendwie logisch, der guckt ja direkt auf die Tür. Das habe ich schon total vergessen. Laden wir das gerade nochmal? Seht, da hat sich schon gelohnt, dass ich da nochmal gespeichert habe. Ich glaube, wir könnten hier irgendwo noch eine Tür öffnen. Ah, die Tür war es. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Ja, genau. Jetzt sind wir hier quasi bei dem Aufzugsboy. Jetzt gehen wir hier wieder weg. Der Typ hat sich jetzt wieder hingesetzt. Wir können unsere Armbanduhr nochmal nehmen. Bringt das noch was? Ja, perfekt. So, wir haben jetzt quasi die Tür hier geöffnet. Die Türen können wir alle nicht öffnen. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Jetzt gucken wir mal. Den Metallblock werfen wir mal hier in die Lampe. Können wir den auch nochmal nehmen? So. War die Lampe irgendwo? Oh, was ist denn hier los? Da ist irgendwas. Nimm Geld. Okay, 350 Xa. Er funktioniert nicht. Gehe zur Tür. Graffiti, seltsamer Büroschmuck. Also das ist auch ein Büro anscheinend, aber hier können wir nichts mehr tun anscheinend. Das Problem ist, ich glaube, diesen Metallblock habe ich noch gebraucht für irgendwas anderes. Ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher. Kriegen wir den irgendwie nochmal? Ist verschlossen. Können wir hier mit der Karte die Tür öffnen? Nee, es geht nicht. Die Lampe kriegen wir anscheinend auch. Also den Metallblock kriegen wir so ein... Okay. So erwischt uns also der Axakusana. Da müssen wir, glaube ich, was anderes zuerst machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, was das war. Wir gucken einfach mal. Das bedeutet wahrscheinlich, wenn wir hier die Lampe halt kaputt machen, dann wird er direkt rausgehen und uns da wahrscheinlich abfangen. Wie kommen wir denn dann überhaupt da raus? Vielleicht müssen wir dann später die... Egal. Wir gucken mal in den anderen Gängen nochmal, was wir da zu tun haben. Weil irgendwie ist ja hier noch ein Büro offen gewesen. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir hier machen können. Büromanager. Ja, Passwort, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. Na, falsches Passwort, natürlich. Telomat. Oh, den können wir benutzen. Ja. Horst Hummel, natürlich. Name unbekannt, ja. Pff, dann. Protext. ASDF. Gibt's auch nicht. Kalkulator, das ist wahrscheinlich... Kalkulator? Ja, ne, das kriegen wir so nicht hin. Also hier kriegen wir keinen Zugriff, außer auf den Telomaten. Was wir jetzt natürlich probieren könnten, wie hieß der Typ hier nochmal? Professor Dr. Unknul Chap. Vielleicht können wir hier einen der Typen anrufen, Algahurz Lee. Ich schreibe mir das ganz kurz mal auf, weil ich mir das meistens so nicht merken kann. Moment. Also, ich schaue nochmal hin. Algahurz und dann Lee, einfach nur mit L-I war das, glaube ich. Dann rufen wir den einfach mal über diesen Telomaten an. Algahurz Lee. Verbindung wird hergestellt. Algahurz Lee am Apparat. Ja, ich glaube, wenn wir Horst Hummel sagen, wird er wahrscheinlich direkt hellhörig und wird uns wahrscheinlich irgendwie versuchen auch abzuknallen.
Wir können natürlich jetzt sagen, da wir ja in dem Büro von dem Typ sind und wir uns das Schild angeschaut haben. Hier ist Uknul Chap, können Sie mal gerade kommen, es ist sehr wichtig. Huch, Sie hören sich aber nicht gut an, ich komme sofort. So. Und jetzt können wir uns bestimmt hinter so einer Säule verstecken. So. Karte. Jetzt können wir hier bestimmt rein. Hier können wir aber nichts tun. Das bedeutet, die warten dann draußen. Jetzt ist halt die Frage. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Ich glaube, die rufen dann Hilfe über den Telomaten, weil der PC ja noch funktioniert. Das war jetzt der Ager. Jetzt gucken wir uns mal hier noch den Savalun an. Benutzen. Ah ne, Quatsch. Wir können ja hier Telomat. Savalun. Verbindung hergestellt. Savalun am Apparat. Hier ist Uknul Chap. Können Sie mal gerade kommen? Das ist sehr wichtig. Hoch. Sie hören sich aber nicht gut an. Ich komme sofort. Jetzt gehen wir hier nochmal hinter die Säule. Und warten mal, bis der Typ da rauskommt. Zack. Spielen wir den ein. Aber das Problem ist, er hat wahrscheinlich auch eine Karte. Schließen hier mal. Sonderbar. Würfel. Komisches Dings. Wunderbar. Aber hier kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder rausgehen, wird er uns wieder abknallen. Ja. Das natürlich ist ein bisschen blöd. So, also jetzt... Ah, wie hieß denn der letzte Boy? Gucken wir nochmal. Der hieß Dr. Alapansi. Ich gebe jetzt mal nur Alapansi ein. Alapansi. Ja, das klappt. Alapansi am Apparat. Hier ist Uknul Job. Können Sie mal gerade kommen? Es ist sehr wichtig. Ich zeige mal, was passiert, wenn ich sage, guten Tag, hier ist Horst Hummel. Nur, dass mir das mal gesehen. Horst Hummel, von wo rufen Sie an? Dann, das werde ich kaum erzählen. Keine Antwort. Und wenn wir jetzt halt rausgehen, ist mit 90% Wahrscheinlichkeit jemand da. Ja, na ja, klar. Das ist halt das, wie gesagt, was passiert, wenn man sich zu erkennen gibt. Aber, also irgendwie, es muss ja an dem Alapansi, Alapansi, bin nur mit hergestellt, Alapansi am Habarat. Hier ist Uknul Chap, können Sie gerade mal kommen? Huch, Sie hören sich aber nicht gut an, ich komme sofort. Und ich glaube, so war das. Nein, was mache ich denn? So. Weil dann habe ich den Metallblock noch. Ich habe einfach nur den Computer jetzt zerstört. Jetzt müsste der Alapansi gleich rübergehen, oder? Hallo? Geh zur Säule. Passiert da noch was? Oder... Hallo? Dann müssen wir hier in die Säule, nee. Ich glaube, da haben wir zu lange gebraucht. Er hat sich jetzt aufgehangen. Karte. Bisschen komisch ist das ja jetzt schon. Also wir können den PC hier kaputt machen. Das bedeutet... Ja, komm, wir machen das gerade mal nochmal neu. Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade zu lange gebraucht. Also, wir rufen jetzt mal den Alapansi an. Verbindung mit hergestellt. Alapansi. Ich möchte mit ihm labern. So, Metallblock mit PC.
Jetzt gehen wir hinter die Säule. So, der ist jetzt da drin. Jetzt sperren wir den ein. Ach Quatsch. Jetzt kann er nämlich wahrscheinlich keine Hilfe rufen. Oh, hier ist ein Schließfach. Welche Zahlenkombination willst du eingeben? Hm, keine Ahnung. Streng geheim. Sehr geehrter Dr. Hansi, ich muss Ihren Roboter-Experten ein Lob aussprechen. Die Imitation von Horst Himmel ist perfekt gelungen, wie ich heute bei der Übertragung des Interviews feststellen konnte. Dem Aufschwung Ihrer Firma durch die Werbekampagne mit dem falschen Horst Hummel dürfte ihr jetzt nichts mehr im Wege stehen. PS, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hochachtungsvoll, Commander Somoti. Okay, nicht zu fassen. Also, wir haben ja diesen Artikel gelesen, wo dann quasi drin stand, dass wir so einen Werbeteil abgeschlossen haben. Was natürlich nicht stimmte. Und jetzt wissen wir ja, dass das ein Roboter war, der Dr. Alapansi anscheinend erstellt hat. Ich möchte hier dieses Zahlenkombination. Kommen wir da irgendwie rein? Nee. Steht hier irgendwo eine Zahl? Ah ja, 41898. Geburtstag, wenn das das Datum ist, probieren wir das einfach mal. 41898. Hm, das haut nicht ganz hin, aber irgendwie muss die Zahl mit dem Code zusammenhängen. Okay. Vielleicht der klassische Schissel, wenn man sein Geburtsdatum nimmt und dann einfach rückwärts, also 89814. 89814. Okay, ja, das war jetzt einfach. So, hier haben wir noch Geld. Das sind 500 Xa. Können wir hier vielleicht auch 89814? Nee, das hat er da nicht. Okay. Jetzt würde ich sagen, speichern wir aber trotzdem mal nochmal. Und zwar Geld, Geld, Geld. Einfach mal speichern, zack. Geld, Geld, Geld. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt passiert, wenn wir hier das Ding nochmal öffnen. Da ist niemand. Sehr schön. Das bedeutet, wir können jetzt wieder hier raus. Und jetzt probieren wir mal. Sie schon wieder? Würden Sie mich bitte zum Fahrstuhl lassen? Nein. Wenn Sie mich durchlassen, gebe ich 500 Xat. Da müsste schon ein bisschen mehr sein. Scheiße. Ach so, stimmt ja. Wir hatten... Der Typ ist auch noch da. Die Armbanduhr nehmen wir mal noch mit. Hier können wir nichts mehr tun, oder? Können wir die Armbanduhr noch irgendwo hier? Nö. Können wir auch nichts machen. Da auch nichts. Also wir brauchen wahrscheinlich noch... Da hinten war ja noch Geld drin. Das hatten wir ja schon gesehen. Als wir... Dass da... Wir machen es jetzt einfach mal nochmal. Metallblock mit diesem. Jetzt benutzen wir die Karte mit der Tür. Ist geschlossen. So. Und jetzt können wir hier das Geld nehmen. Funktioniert nicht. Können wir irgendwie mit der Leitung was machen? Graffiti. Das Problem ist halt, wenn wir hier rausgehen... Wird dann so wahrscheinlich direkt... Ah. Es hat aber kurz gedauert, bis er da war. Ich glaube, wir müssen uns dann einfach nur beeilen. Geld, Geld, Geld. Labern. Zack, raus hier. Karte mit dem. So. Nehmen wir mal die Uhr. Benutzen den Metallblock mit der Lampe. Machen die Tür auf. Nehmen das da. Gehen schnell raus. Warten hier mal. Weil der wird... Das ist wahrscheinlich der Typ, der hier ist. Der wird wahrscheinlich da durchlaufen. Oder? Warten einfach mal ganz kurz. Gehen nochmal zurück. So. Und jetzt reden wir mal mit dem Typ. Würden Sie mich zum Fahrstuhl lassen? Nein. Ich gebe Ihnen... 850 Jahre, das müsste schon ein bisschen mehr sein. Hä? Wo bekommen wir denn jetzt noch die letzten Xars her? Es
müsste ein bisschen mehr sein. Okay. Gab es hier noch irgendwas? Nö. Der Typ wird aber dann nach mir suchen, okay. Hier gibt es ja nichts mehr, oder? Wir haben 500 Xa. Das müsste ein bisschen mehr sein. Wenn sie mich zur Fahrschule lassen, ich gebe ihnen 500 Xa, das müsste schon ein bisschen mehr sein. Vielleicht müssen wir das erste Mal mit ihm reden. Dann machen wir hier den Metallblock rein. Gehen in die Tür, nehmen das Geld. Der funktioniert nicht. Oh nein. Gehen nochmal zurück. Warten hier kurz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ob man zuerst einfach mit dem reden muss einmal. Warten kurz, warten kurz. Warum? Okay. Das probieren wir gerade mal nochmal. Ich weiß jetzt nicht, woran das jetzt gelegen hat, dass er uns da abgeschossen hat. So, raus. Hör mal die Tür zu. Die ist verschlossen. So, ich würde ihm 300, das muss ein bisschen mehr sein. Vielleicht auch so schon. Das muss schon ein bisschen mehr sein, okay. Nee. So klappt das anscheinend nicht. Wir nehmen nochmal unsere Armadur mit. So, wir benutzen den Metallblock. Da gibt es hier noch irgendwas, was ich mir holen könnte. Die Türen gehen nicht auf. Dann benutzen wir den Metallblock nochmal mit der Lampe. Gehen durch die Tür. Wir haben jetzt das Geld. Ist verschlossen. Jetzt warten wir hier mal kurz nochmal. Und dann gehen wir gleich los. Weil ich denke mal, dass er halt direkt dann... Oh, lol. Oder wir müssen direkt durchlaufen. Das weiß ich auch gerade nicht. Also wir probieren es noch einmal. Und ansonsten muss ich mir für die nächste Runde mal überlegen, was wir da machen. Weil ich glaube, wir sind schon recht nah an dem Ende. So, ich möchte jetzt mit dem Fahrstuhl. Ich gebe ihm 500. Nein, das will er nicht. So, wir benutzen den Metallblock da. Gehen durch die Tür. Nehmen unsere Credits. Gehen zurück. Zack. Ich gebe ihn. Alter. Der lässt mich echt nicht durch. Müsste mehr sein, sagt er. Hier hatten wir ja nichts mehr. Ja, der kommt dann immer. Nee, dann würde ich sagen, ich überlege mir mal für die nächste Folge nochmal, was wir vergessen haben. Und dann würde ich sagen, versuchen wir auszubrechen beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, Horst Hummel versucht, den Typ zu bestechen in Supernova oder Mission Supernova Teil 1, Schicksal des Horst Hummels, weil wir wollen ja auch noch den Teil 2 spielen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Macht's gut, tschüssi!